Christian wurde gefeuert. Gerade eben hat Olaf Scholz verkündet, Christian Lindner, tschüss, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Und Christian gibt jetzt ein Statement ab. Bei Phoenix ist wohl einmal der Stream abgestürzt, deswegen sind es hier zwei Videos. Aber komm, wir gehen rein. Vor dem Mikrofon. Let's go. Meine sehr geehrten... Christian vor dem Mikrofon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guck mal, der Bro hier im Hintergrund, der den schönen Hochformat mit dem Handy filmt. Live zu TikTok, Christian weint. Damen, meine Herren. Wir haben... Vorschläge für eine Wirtschaftswende vorgelegt, um unser Land wieder auf. Oh, guck mal, man sieht ja schon, die Augen sind ein bisschen nass, oder? Vom Christian. Volkskurs zu bringen. Ich wollte hier so schön Wirtschaft und Finanz machen und Olaf hat einfach Nein gesagt. Olaf hat einfach mich gefeuert. Weniger Bürokratie, geringere Steuerlast. Geringere Steuerlast für dich, ja. Für dich und deine reichen Freunde. Bei Bürgergeldempfängern hast du gesagt, die sollen keine Wohnung mehr haben. Ne? Weißt du noch, ist zwei Wochen her. Klimatische Klima- und Energiepolitik, mehr Kontrolle. Oh, mehr Kontrolle über die Arbeitslosen. Migration, zugleich Stärkungspolitik, mehr Kontrolle bei der Migration. Mehr Kontrolle bei der Migration. Ja. Am besten nur noch Schweizer reinlassen und Norweger und so, nur wenn die Geld mitbringen. Wäre das nicht cool, mehr Kontrolle bei der Migration, einfach sagen, unter 100.000 Euro Bargeld kommt hier keiner rein. Zugleich Stärkung von Eigenverantwortung, Leistungsbereitschaft und Innovationsfreude. Innovationsfreude, aber schwarze Null, ne? Ja, danke, Drip Flamingo. Diese Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal... als Beratungs... Ich habe vorgelegt, Pläne, wie ich eine zweite Yacht bekommen könnte. Und Olaf wollte das nicht. Stream von Lindner. Da zuckt mein altlinker Speer. Seine Tränen sind mein. Ach, jeder weiß es. Ich habe vorgelegt, wie viele Porsches wir uns kaufen könnten, wenn wir einfach den Rentnern 10 Euro im Monat weniger geben. Und der Olaf wollte nicht. Grundlage akzeptiert. Wir wissen seit dem genau vorbereiteten Statement des Bundeskanzlers vom heutigen Abend... Warum? Ja, weil du Schaden für unser Land mitbringst und er dich deswegen gefeuert hat. Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit... Oh ja, gut, hier ist abgebrochen und dann müssen wir rüber wechseln in diesen anderen. Ne? Ich weiß nicht, ob da was fehlt, aber... Freude. Diese Vorschläge wurden von SPD und Grünen nicht einmal als Beratungsgrundlage akzeptiert. Ja, weil du Alter, du hast eine 3%-Partei. Das ist so, ja, wir sind eine Dreierkoalition, wir sind hier die Schwächsten im Bunde und wir wollen immer hier den Ton bestimmen und dann haben die einfach mal Nein gesagt. Ja, toll, heul doch. Wir wissen seit dem genau vorbereiteten Statement des Bundeskanzlers... Du hast schon viel zu viel zu sagen gehabt dafür, dass du so lange dabei warst. Das hatte eine Überschneidung. Es ist er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger einen Aufbruch benötigt. Wo waren wir? Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Mhm. Er hat die... Ja, schon, aber nicht in deine Richtung, ne? ...wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen... Wenn es nach ihm ginge, dann hätten wir hier wahrscheinlich Zustände wie in Katar oder sowas. ...Bürger lange verharmlost. Mhm. Noch in diesen Tagen stellt er die notwendigen Entscheidungen in Frage, damit die... Die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger der oberen 2%, ne? ...Bürgerinnen und Bürger wieder stolz auf Deutschland sein können. Geil. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die... Ist geil, wie die jetzt so ein bisschen Battle-Rap wieder machen, oder? Ich würde sagen 3-0 für Olaf bisher, aber es ist schon cool, dass die vorher immer so Schnarchnasen waren, ne? Und jetzt gehen die da rein und sagen, Lindner, fick dich. Und dann kommt Lindner und sagt, fick dich selber, Olaf. Grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können. Mhm. Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Er hat aber die Kraft, dich zu feuern. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Ja, mach dem das. Dem konnte ich nicht zustimmen. Ja, und dann hat er halt dich ausgesetzt. Weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Oh nein. Deshalb hat der Bundeskanzler... Die scheiß Schuldenbremse, Alter, die kann auch weg.
Genauso wie er ist ja quasi die Schuldenbremse. Tschüss, tschüss Christian. Die Sitzung des Koalitionsausschusses am heutigen Abend, die Zusammenarbeit mit mir und der FDP aufgekündigt. Geil. Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt. Wie er hier die ganze Zeit erwähnen muss, der hat das vorbereitet. Ja? Der hat, das ist abgesprochen. Der hat das von, der hat jede Zeile davon vorher schon geschrieben. Genau vorbereitet war der. Ja, das ist eine Meuterei gegen mich hier. Der hat sich verschworen mit den anderen. Dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition. Ja, warum wohl? Damit führt er. Das ist wie so ein Trennungsgespräch, ne? Du verhältst dich 3 Jahre einfach in deiner Beziehung richtig scheiße, so, und dann trennt sich jemand und dann kommt man dahin und sagt, du warst nicht bereit zu meinen Konditionen. Ich bin nur manchmal fremdgegangen. Deutschland in eine Phase der Unsicherheit. Ich hatte dem Bundeskanzler dagegen zuvor einen gemeinsamen Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen, um geordnet und in Würde eine... Um geordnet nochmal gewählt zu werden. Die schwarzen Null, eingeführt von der CDU und dem korrupten Wolf-GSNG Schäuble. Wie Agi immer sagt, der Staat muss investieren, um die Wirtschaft zu fördern. Ja, also das versteht ja eigentlich jeder, wenn man sagt, der Staat spart, die Firma spart, der Bürger spart. Ja, wo kommt denn dann Geld her? Wie soll das denn dann gehen? Tauchen die Maschinen einfach auf oder wie? Irgendwer muss die ja bezahlen. Ne? Und wenn einfach alle sagen, ja, niemand gibt Geld aus, dann passiert halt nichts. Dann ist halt Stillstand. Ne? Wenn jeder Ingenieur und jeder Bauer und so einfach immer sagt, na, ich kann jetzt hier halt nichts arbeiten, weil kein Geld. Und dann sagt der Staat, ja, ich gebe dir auch nichts. Und dann sagt man, ja, okay, dann passiert halt nichts. Cool. Jetzt weiß Lindner, wie das ist, wenn man gefeuert wird. Ja, Lindner kann ja Bürgergeld beantragen, aber ohne Wohnung bitte. Neue Bundesregierung zu ermöglichen und um die Handlungsfähigkeit unseres Landes zu jedem Zeitpunkt zu garantieren. Dieses Angebot hat der Bundeskanzler brüsk in der Sitzung des Koalitionsausschusses zurückgewiesen. Wir haben als Freie Demokraten jetzt fast 3 Jahre staatspolitische Verantwortung getragen. Ja, nicht mehr lange, okay. Wir haben klare Prinzipien und Überzeugungen. Und zwar viel Geld haben. Der RSS-Feed vom Deutschland-Podcast hat keine Audiodateien hinterlegt. Wie, gar keine? 1 Ausrufezeichen 11. Danke sehr an Behemoth. Ich weiß gar nicht, ob unser Technikproduzent, wie auch immer man es ausdrücken muss, gerade noch zuhört. Aber ich falls du zuhörst, weiß nicht, ob du da reingucken kannst. Ich kenne mich damit nicht gut aus. Ist neben der AfD einer größten Gefahren für unsere Demokratie. Olaf, hast du gut gemacht. Danke. Nächstes Mal bitte etwas schneller. Danke an Behemoth, danke sehr an den Bartmenschen. Unser Producer ist gerade im Chat und sagt, stimmt, nicht gerade gecheckt. Du kannst das mit ihm ausmachen. Könnt euch ja gegenseitig DMs schreiben und was das Problem ist. Ich weiß nicht, also vielleicht ist da was kaputt, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben zugleich Kompromissbereitschaft gezeigt bis an den Rand des Sinnvollen und Verantwortbaren. Jetzt steht unser Land vor einer neuen Richtungsentscheidung. Wir brauchen eine neue Ära von Wachstum, von Wachstum. Wohlstand. Und wir brauchen mehr Wachstum. Und wenn man da fertig gewachsen ist, mehr wachsen. Wir müssen immer größer und dicker werden, immer mehr wachsen. Ja, wenn wir zum Beispiel 50 Millionen Autos im Land haben, warum nicht 70 Millionen? Wachsen, 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 immer mehr. Immer mehr braucht man. Ja, und also, wenn man in einem begrenzten Raum unendlich wachsen möchte, dann nennt man das Krebs in der Biologie. Also wenn Zellen das versuchen. Genau sowas versucht Christian gerade. Aber die FDP braucht, glaube ich, auch Wachstum mit ihren 3%. Innovation. Die Freien Demokraten sind unverändert bereit, Verantwortung für dieses Land zu tragen. Mhm. Und wir werden dafür andere aber kämpfen, auch, ne? Dies in einer anderen Regierung im nächsten Jahr auch zu tun. Ne? 3%, Christian, 3%. Ich danke Ihnen. Gleich wird erstmal geheult und gesoffen. Ja, ich hoffe, dass die nächste Regierung ohne den ist, aber ich wünsche dir viel Glück. Vielleicht werden es ja wieder 5% und dann kannst du wieder versuchen, da reinzukommen, ne? Kannst ja... Na, sowas. Agnes Kein Metall und auch Bosetti letztens. Weiß Ihr Arbeitgeber eigentlich, was Sie hier machen? Christian Lindner, welcher Arbeitgeber?
Hahaha. Das ist war gar nicht nett. Das ist aber gemein. Danke sehr, Rollo. Ja, Christian hat ja noch nebenbei irgendwelche Aktiendinger. Ich habe gestern war das, habe ich den neuen Podcast von Thilo Jung mit Rammel Bodelow gehört. Und der hat ein bisschen auch über Kemmerich erzählt, der ja auch FDP war, der ja Ministerpräsident werden wollte und der da wohl auch irgendwie ein paar Sachen falsch gemacht hat. Also der wollte ja Ministerpräsident von Thüringen werden damals und der hat wohl auch irgendwie nebenbei irgendwelche Aktiengeschäfte gemacht, die er nicht hätte machen dürfen, während er Ministerpräsident ist. Und er hat es einfach trotzdem gemacht. Und er hat irgendwie, als der da rausgeschmissen wurde, hat er irgendwie, glaube ich, auch irgendwas verkackt, irgendwie die seine Minister zu benennen und sowas. Und dann hat er halt irgendwie gekündigt und dann wollte er doch noch Minister benennen. Und man hat gesagt, nee, du hast schon gekündigt, kannst jetzt nicht mehr. Die FDP ist echt einfach ein Meme, oder? Richtige Witzpartei. Na gut. Tschüss, Christian, tschüss. Ich hoffe, wir sehen dich nicht mehr so oft wieder. Tschüss, mach's gut.